Also herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die Einführung, herzlichen Dank Publikum fürs Kommen. Ich fange an mit einer Referenz auf einen Science-Fiction-Autor, Science-Fiction-Buch, das mir sehr gut gefallen hat, an das ich immer wieder denken muss und das für mich ein ganz interessantes Modell dessen vorstellt, was wir heute diskutieren. Das Isaac Asimov Foundation. In diesem Buch schreibt Asimov von einer hypothetischen wissenschaftlichen Disziplin, die er Psychogeschichte nennt. Und die Psychogeschichte befasst sich damit, wie man menschliches Verhalten vorhersagt. Das vielleicht kommen wir hier unten her. Also Psychogeschichte und manchmal auch nur Psychologie genannt, also die zukünftige Psychologie, hat vielleicht für uns mehr mit Soziologie zu tun. Ist die Wissenschaft, wie man menschliches Verhalten auf mathematische Gleichungen zurückführt und beruht darauf, dass das Individuum vielleicht nicht vorhersagbar ist, aber die Reaktionen von großen Gruppen sich sehr gut statistisch vorhersagen können. Und in diesem Buch wird eben dann diskutiert, was es für Konsequenzen hat. Da will ich nicht drauf eingehen, stattdessen ein bisschen was über Machine Learning erzählen. Und ich fange an mit einem Beispiel, wie maschinelles Lernen heutzutage in der Internetwirtschaft typischerweise eingesetzt wird. Das ist also hier auf der Amazon-Website. Geht man hin, sucht nach einem Objekt namens Glasrundschneider. Das ist also so ein Teil, das man auf ein Fenster anbringt und dann kann man ein rundes Loch schneiden, aus welchem Grund auch immer. Und Amazon empfiehlt dann andere Dinge, die man auch noch brauchen könnte. Und eins davon ist also hier eine Balaklava. Hier ist ein Baseballschläger. Das hier ist das Beste, das ist ein Batman-Rucksack mit Batflügeln. Also alles Dinge, die Sinn machen in diesem Kontext und die mit maschinellem Lernen gemacht werden und natürlich mit Big Data. Und das Interessanteste an dem maschinellen Lernen und Big Data ist, dass man Gesetzmäßigkeiten in Daten finden kann, die Menschen nicht sehen würden. Und das möchte ich mit dem Problem aus der Biologie illustrieren, ohne ins Detail zu gehen. Diese Kurve zeigt hier die Genauigkeit einer Lernmaschine, die ein bestimmtes biologisches Signal auf DNS-Sequenzen erkennen soll und darauf trainiert worden ist, durch eine Trainingsmenge. Hier sieht man die Größe der Trainingsmenge. Was also interessant ist, die Genauigkeit am Ende ist sehr groß. Am Anfang ist sie praktisch null, also man könnte genauso gut raten. Und sie ist sehr niedrig, selbst wenn man noch tausend Trainingsbeispiele anguckt. Und wir als Menschen würden uns keine tausend Trainingsbeispiele, die nur aus DNS-Sequenzen bestehen, anschauen. Das heißt, wir Menschen würden diese Gesetzmäßigkeit oder können diese Gesetzmäßigkeit nicht sehen. Aber mit hinreichend vielen Trainingsdaten und maschinellen Lernalgorithmen sehen wir sie. Das ist für mich ein interessanter Punkt, der sich verändert hat. Und diese Art von Problemen sind charakterisiert durch verschiedene Punkte. Der eine ist, sie sind typischerweise hochdimensional. Also man muss sich viele Größen gleichzeitig angucken, um die Gesetzmäßigkeit überhaupt sehen zu können. Sie sind komplex, nicht linear, nicht stationär etc. Wir haben in der Regel wenig a priori Wissen über das Problem. Das heißt, wir haben kein mechanistisches Modell, das die Daten erzeugt. Also hier in dem Fall, die Biologen haben nicht verstanden, wie der Mechanismus genau aussieht. Aber wir haben eben Trainingsdaten und wir brauchen also Konsequenz dieser drei Komplikationen große Trainingsmengen. Und für die Verarbeitung von großen Trainingsmengen braucht man natürlich dann auch Computer und automatische Inferenzmethoden oder Lernalgorithmen. Interessanterweise, also man hat es mathematisch in einfachen Fällen ganz gut verstanden. Es gibt mathematische Theoreme über die Optimalität im Grenzwert. Also wenn man beliebig viele Daten sehen, gibt es Lernalgorithmen, die sind universell konsistent. Das heißt, sie werden gegen das Bestmögliche, was man überhaupt machen kann, konvergieren. Das setzt aber immer voraus, dass die Datenquelle stationär ist und dass die Daten unabhängig alle aus derselben Quelle gezogen werden. Das nennt man IID, Independent and Identically Distributed. In Wirklichkeit, und da werde ich später nochmal darauf zurückkommen, ist es nicht immer der Fall, dass die Datenquelle stationär ist. Nun, das Kernproblem im maschinellen Lernen ist das Problem der Generalisierung. Also wie kann man aus endlich vielen Beobachtungen auf eine zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit schließen?
Und ich werde es mal, also das passt zwar nicht perfekt, aber da lässt sich ganz gut visualisieren. Ich werde es mal auf dieses Problem der Zahlenfolgen reduzieren. Also wenn wir uns diese Zahlenfolge uns anschauen und fragen, was ist die nächste Zahl, dann sagt jemand 11, könnte auch 12 sagen. Aber 11 ist also erstmal so das Einfachste, ist die sogenannte Lazy Caterer Sequence. Das liegt daran, dass es die Anzahl von Stücken gibt, die man durch N Schnitte aus einem Kuchen oder aus sonst einem Objekt erzeugen kann, indem man einfach sicherstellt, dass jeder neue Schnitt alle vorherigen Schnitte schneidet. Die Stücke sind nicht gleich groß, aber das ist den Mathematikern egal. Könnte genauso gut 12 sein, gibt ein einfaches Bildungsgesetz für 12, es könnte auch 13 sein, in dem Fall hat die Folge sogar einen Namen. Es könnte im Prinzip alles sein, es gibt eine Webpage, die Online Encyclopedia of Integer Sequences. Wenn man dort diese vier Zahlen angibt, kriegt man 600 Hits, wie das jetzt mathematisch bedeutsam weitergehen könnte. Das heißt, offensichtlich ist dieses Problem eigentlich gar nicht lösbar. Also wir können nicht fragen, welche Fortsetzung korrekt ist, also welche generalisiert. Und das wussten schon die Philosophen, das ist das Induktionsproblem. In der statistischen Lerntheorie stellt man eine Frage, die vielleicht ein bisschen einfacher ist. Das ist nicht eine Frage, welche Fortsetzung korrekt ist, sondern eher eine Frage auf der methodologischen Ebene. Die Frage ist, welche Methoden man einsetzen sollte, um in der Regel Gesetzmäßigkeiten zu finden, die wahrscheinlich approximativ korrekt sind. Also es ist keine Garantie, dass es immer funktioniert. Es ist auch keine Garantie, dass es perfekt funktioniert. Aber es ist eben eine probabilistische Aussage. Und auch dieses Problem ist aus der Philosophie bekannt. Popper, beziehungsweise Popper nennt es Kants Abgrenzungsproblem, also das Problem, was Metaphysik von Physik unterscheidet, also welche Methoden verwenden Physiker, die anders sind als die Metaphysiker verwenden. Und dieses Problem, denke ich, ist das Problem, was von der statistischen Lerntheorie angegangen worden ist. Und ich werde da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Also was dann am Schluss rauskommt, nur dass Sie es mal gesehen haben, sind dann solche Ungleichungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gelten, die dann sagen, dass der zukünftige Fehler nicht größer ist als der Fehler auf einer Trainingsmenge plus einem Komplexitätsausdruck. Und dieser Ausdruck hier hängt ganz wesentlich ab von einer Größe H, das ist die sogenannte VC-Dimension, die Wabtchuk-Temujenkins-Dimension, die Klasse von Gesetzmäßigkeiten charakterisiert, die man überhaupt erst zulässt, um die Daten zu erklären. Jetzt wollte ich in den nächsten paar Minuten einfach ein paar Beispiele für maschinelles Lernen zeigen und dann erklären, was die Grenzen sind und auch noch ein paar Worte zu kausalen Lernen sagen. Dieser Anwendung hier zusammen mit Kollegen an der Universitätsklinik Tübingen geht es darum, aus einer Kernspinresonanzaufnahme hier rechts unten vorherzusagen, wie das CT, also Computertomographie-Bild der gleichen Person, diesen Schädel, aussehen würde, also ohne dass wir das CT-Bild tatsächlich aufnehmen. Wir können dies, weil wir bei einem Satz von Patienten beides aufgenommen haben, Kernspin und CT, wir haben also eine Trainingsmenge. Und wir erzeugen dann dieses künstliche CT-Bild, um die sogenannte Schwächungskorrektur für PET-Bilder, also PET ist Positronen-Emissionstomographie, um Schwächungskorrektur für PET-Bilder zu berechnen in einem kombinierten PET-MR-Scanner. Traditionell war es so, dass PET direkt mit CT kombiniert wurde. Dann kann man die Schwächungskorrektur mit dem CT-Bild machen, aber das CT-Bild will man eigentlich vermeiden, weil die Strahlenbelastung relativ hoch ist. Das ist jetzt also eine neue Methode, die auf maschinellem Lernen aufbaut. Hier haben wir eine Anwendung aus der Bildverarbeitung. Da haben wir also einen Kamin durch die Turbulenzen einer Klimaanlage aufgenommen. Das waren die Daten und das ist dann, vielleicht lasse ich es nochmal laufen. Also das sind die Bilder, die als Input verwendet werden. Der Algorithmus versucht dann ein scharfes Bild zu schätzen, das wahrscheinlichste scharfe Bild, das durch einen Vorwärtsprozess der atmosphärischen Distorsion die beobachteten Bilder bestmöglich erklärt. Und das ist dann unsere Schätzung. Und so sieht es in Wirklichkeit aus, wenn man die Klimaanlage ausschaltet.
hier haben wir ein Problem, wo wir eine ganz ähnliche Methode verwenden. Also damit kann man auch optische Bildfehler korrigieren, nicht nur atmosphärische Fehler. In dem Fall haben dann die Doktoranden irgendwann sich tatsächlich ein eigenes Objektiv gebastelt mit nur einer Linse. Also ein Stück Glas ist hier vorne drin. Dieses Objektiv macht dadurch relativ schlechte Bilder. Also in der Mitte geht es noch, aber hier in den Ecken ist es katastrophal. Und in dem Fall können wir also auch mit maschinellem Lernen versuchen, das wahrscheinlichste Bild zu schätzen, was dieses unscharfe beobachtete Bild möglichst gut erklärt. Das hat auch zu einer Ausgründung geführt durch die Doktoranden. Kann man sich also, wenn man sich dafür interessiert, ein Plugin runterladen für Photoshop oder Lightroom und dann verwackelte Bilder oder Bilder mit Linsenfehlern korrigieren. Das ist ein Beispiel aus der Robotik nun. In dem Beispiel trainieren wir einen Roboterarm, dieses japanische Kendama-Spiel zu spielen. Das geht also darum, mit diesem Hütchen den Ball, der da an so einem Schnur hängt, zu fangen. Also erst wird das von der Doktorandin vorgeführt. Dann versucht der Roboterarm erstmal einfach nur nachzumachen. Er kriegt dann jedes Mal als Feedback, wo der Ball runtergefallen ist. Also wie weit vom Hütchen war der Ball entfernt, als er durch diese Ebene hinunterfiel. Und versucht dann seine Bewegung zu optimieren und tatsächlich nach etwa 100 Versuchen hat er das dann geschafft. 100 Versuche ist auch in etwa, was es für einen Menschen braucht, dieses Spiel vielleicht zum ersten Mal hinzukriegen. Dummerweise, wenn es ein Mensch das zweite Mal hinkriegen will, muss er wieder lange weiter probieren. Der Roboterarm kann das dann eigentlich ziemlich zuverlässig, wenn er es einmal gelernt hat. Hier ein Beispiel, das nicht aus unserer Arbeit stammt, aber viel Publicity bekommen hat und was in eine ähnliche Richtung geht. Es ist also eine Arbeit der Gruppe von DeepMind in London, Startup, was inzwischen von Google gekauft worden ist. Die verwenden ähnliche Lernmethoden, das ist sogenannte Reinforcement Learning oder Verstärkungslernen, um einen Agenten zu lernen, der Atari-Spiele spielen kann. Also der Agent lernt aus einer Sequenz von Beobachtungen, wie der Game-Screen aussieht, was der Controller, also der Joystick, jetzt machen soll, links, rechts oder schießen oder sonst was. Und erstaunlicherweise lernt er das eigentlich sogar ganz gut und schafft es dann, solche Spiele zu spielen, mit Performance vergleichbar mit einem menschlichen Spieler. Und das war eine große Geschichte und es ist auch viel diskutiert worden, auch von Philosophen, Ethikern etc. Denn das war das erste Mal, dass so ein System wirklich einen Satz von verschiedenen Spielen, im Wesentlichen mit derselben Architektur zu spielen, gelernt hat. Das wurde dann also groß diskutiert. Ich bin dann gebeten worden, da auch einen Kommentar zu schreiben. Das ist in Nature erschienen. Ich denke, es sind eine Reihe von verschiedenen Dingen, die da zusammenkommen. Die Methoden an sich sind eigentlich nicht wirklich neu, 10, 20 Jahre alt, aber in dieser Kombination zusammengebaut und mit viel Engineering kam eben dann noch ein gewisser Durchbruch. Das eine sind also maschinelle Lernsysteme mit großer Kapazität. In dem Fall wurden neuronale Netze, tiefe neuronale Netze verwendet mit vielen Parametern. Man braucht dementsprechend dann auch richtig viele Daten. Richtig viele Daten bekommt man heutzutage entweder, indem man eine große Internetfirma ist, die ständig menschliche Daten aufnimmt, oder auch Menschen fürs Labeln von Daten bezahlt, wie zum Beispiel Mobileye, die israelische Firma für autonomes Fahren. Die haben so ein Heer von, ich glaube, 700 Leuten, die nichts anderes machen, als Straßenszenen zu labeln, ich glaube, in Sri Lanka oder in den Philippinen. Oder hier im Fall von DeepMind durch Simulationen, denn die haben einfach eine Simulationsumgebung für dieses Videospielen, können sich unbegrenzt Daten erzeugen. Man braucht die entsprechenden Computer und man braucht, da habe ich vorhin schon hingewiesen, man braucht eigentlich IID-Daten, also Independent Identity Distributed. Das ist, das ist ein Problem bei diesen Videospielen, die sind zunächst mal nicht, weil der Agent sozusagen die augenblickliche Strategie des Agenten beeinflusst, welche Daten er als nächstes zu sehen bekommt und die Daten sind dann sequenziell korreliert. Was dann aber bei DeepMind gemacht wird, ist, dass man die Daten sozusagen speichert und dann immer mal wieder die alten Daten nochmal rausholt und permutiert und nochmal neu trainiert. Und die sagen, dann ist das so etwas Ähnliches wie das Träumen bei Nacht. Also wir speichern uns die Daten, dann permutieren wir und haben dann eine Art von Replay dieser Erfahrungen.
Die Annahme ist also wesentlich und jetzt hier bringe ich nochmal so ein Beispiel, nochmal von der Amazon-Seite. Ich sollte dazu sagen, dieses Beispiel funktioniert nicht mehr, das andere von vorhin hat zumindest noch funktioniert. In diesem Beispiel geht es um Folgendes, der Einkäufer schaut nach einem Laptop-Rucksack, das ist also ein spezieller Rucksack mit so einem gepolsterten Fach, wo man seinen Laptop reinstecken kann, und Amazon sagt dann, kauf dir doch gleich einen Laptop dazu. Und das ist etwas kurios natürlich, weil wir uns vorstellen, dass die Person, die nach diesem Rucksack guckt, den Laptop schon hat und der Laptop eigentlich der Grund ist, dass die Person den Rucksack kaufen will. Es wäre eher ungewöhnlich, dass der Rucksack der Grund für den Laptop ist. Es gibt also hier eine asymmetrische Beziehung zwischen beidem. Es ist natürlich so, wenn man jetzt nur die Shopping Baskets oder die Warenkörbe analysiert, wie es Amazon hier wahrscheinlich gemacht hat, findet man sicher eine Korrelation oder statistische Abhängigkeit zwischen diesen beiden Käufen. Und das Wissen, ob jemand einen Laptop in seinem Warenkorb hat, verringert die Unsicherheit darüber, ob er auch einen Rucksack hat und umgekehrt. Und zwar um die gleiche Menge, das ist die sogenannte Mutual Information. Das heißt, sobald man das auf dieser rein statistischen Ebene sich anschaut, ist die Asymmetrie zwischen Ursache und Wirkung verloren. Und dennoch denken wir, dass die Asymmetrie eigentlich wichtig ist. Und die Asymmetrie ist vor allem dann wichtig, wenn wir uns nicht nur mit der zu beobachtenden Verteilung, also mit den Daten, wenn wir nicht nur passiv Daten beobachten, sondern sie ist dann wichtig, wenn sich irgendetwas verändert oder wenn man in ein System interveniert. Denn in dem Fall würde man denken, also wenn man interveniert und man hat eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, dann würde man erwarten, dass eine Intervention auf der Ursache die Wirkung verändert, aber eine Intervention auf der Wirkung die Ursache nicht verändert. Also diese Asymmetrie würde man rein statistisch nicht sehen, aber in einem kausalen Modell sollte man die sehen. Hier noch ein Beispiel, vielleicht noch ein bisschen einfacheres Beispiel für den Unterschied zwischen Abhängigkeit und Verursachung. Ich denke, da haben viele schon mal davon gehört. Das ist das Beispiel mit den Störchen und der menschlichen Geburtenrate. Also wenn man sich die europäischen Länder anguckt, die Häufigkeit von Störchen und die menschliche Geburtenrate, findet man eine deutliche Korrelation. Man würde aber natürlich nicht sagen, dass man jetzt versucht, die menschliche Geburtenrate höher zu bekommen. Also unsere Politiker reden immer davon, dass wir das machen sollten, indem man mehr Störche ansiedelt. Also diese Art von Aussage macht das statistische Modell nicht. Und der Erste, der diesen Zusammenhang so richtig verstanden hat, meines Wissens, war Hans Reichenbach, der ein Buch geschrieben hat, The Direction of Time. Also Reichenbach war zunächst in Deutschland, in Stuttgart und Berlin, musste dann 1938 auswandern, ist in die Türkei gegangen und später dann nach Los Angeles, wo er dann eine Philosophie-Schule gegründet oder an der Uni seine eigene Schule sozusagen gegründet hat. Er war Doktorvater von Hilary Putnam zum Beispiel. Und in diesem Buch, The Direction of Time, beschreibt er also das Prinzip der gemeinsamen Ursache. Dieses Prinzip sagt, wenn zwei Beobachtungsgrößen statistisch abhängig sind, dann gibt es eine Größe, die beide kausal beeinflusst. Da ist also zunächst mal gemeint, wir haben hier die zwei abhängigen Größen, also zum Beispiel die Störche und die Babys. Dann gibt es eine kausale Erklärung dafür und als Spezialfall könnte diese kausale, diese Ursache auch mit einer der beiden Variablen x oder y zusammenfallen. Das heißt also, im Fall von den Störchen könnte es so sein, dass die Störche die Babys bringen. Es könnte natürlich auch sein, dass die Babys die Störche anziehen. Oder es könnte sein, dass es eine andere Variable gibt, zum Beispiel wirtschaftliche Entwicklung, die sowohl die Häufigkeit von Störchen als auch die menschliche Geburtenrate kausal beeinflusst. Reichenbach sagt des Weiteren, dass diese Größe so gewählt werden kann, dass sie x und y voneinander abschirmt, das heißt, dass x und y bedingt unabhängig werden, gegeben z. Also die Abhängigkeit von x und y liegt nur an z. Nun, das Schwierige in der ganzen Sache ist nun, dass diese drei Modelle die gleiche Klasse von beobachtbaren Verteilungen über x und y indizieren. Das heißt, wenn wir nur Daten
X und Y beobachten, egal wie viele wir beobachten, sind die eigentlich immer konsistent mit allen drei Modellen. Das ist ein Problem. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber zunächst mal, das Reichenbachsche Modell ist verallgemeinert worden von Leuten wie Pearl, Spertus und anderen auf komplexere Kausalzusammenhänge mit n Beobachtungsgrößen. Die Vorstellung ist, man hat also so einen Graphen, jede Beobachtungsgröße ist Funktion ihrer kausalen Eltern, also die Pfeile in dem Graphen haben nun tatsächlich eine kausale Semantik. Jede Größe ist Funktion ihrer direkten Eltern und einer Rauschvariable. Die Rauschvariablen sind hier im Bild nicht aufgezeichnet, an jeder Stelle gibt es ein bisschen Rauschen, alles andere ist deterministisch. Und die Rauschvariablen sind gemeinsam unabhängig. In diesem Modell, aus diesem Modell folgt eine beobachtbare Verteilung. Und zwar jede beliebige Verteilung können wir mit so einem Modell beschreiben. So ein Modell sagt uns dann auch, so ein Strukturgleichungsmodell, wie man das auch nennt, sagt uns auch dann, was der Effekt von Interventionen wäre. Also das lässt sich hier abbilden, in der Standardstatistik nicht. Und interessanterweise folgt aus so einer Struktur folgen bestimmte bedingte Unabhängigkeiten, die sich mathematisch testen lassen, sofern man mindestens drei Beobachtungsgrößen hat. Denn eine bedingte Unabhängigkeit ist immer ist eine ternäre Relation, wo also mindestens drei Sachen zusammenkommen müssen. Also A ist unabhängig von B, G gegeben C zum Beispiel. Das heißt also, im Fall von nur zwei Beobachtungsgrößen folgt eigentlich nichts und wir sind immer noch am Anfang. Und das ist das Problem, mit dem wir uns die letzten 7, 8 Jahre befasst haben. Und wir haben also verschiedene Methoden oder Annahmen vorgeschlagen, die das Problem lösbar machen. Und das Problem ist natürlich auch schon lange bekannt, hier zum Beispiel bei Nietzsche in der Götzendämmerung. Nennt er das die eigentliche Verderbnis der Vernunft, also die Verwechslung von Ursache und Folge. Also gegeben zwei Beobachtungsgrößen zu entscheiden, was ist Ursache, was ist Folge. Und ich werde jetzt nicht so mathematisch das im Detail diskutieren, aber ich wollte zumindest einen Gedanken einer Annahme, die wir da verwenden, ein bisschen motivieren, anschaulich. Und dieser Gedanke ist das Prinzip von das Prinzip der Unabhängigkeit von Ursache und Mechanismus. Denn ich glaube, auch unsere Wahrnehmung beruht auf diesem Prinzip. Immer wenn wir ein 3D-Objekt in der Welt sehen, dann nehmen wir an, dass das Objekt und der Mechanismus der Wahrnehmung, also insbesondere unsere Blickrichtung, unabhängig voneinander sind. Wenn diese Art von Unabhängigkeit, oder die nennt man manchmal Generic Viewpoint Assumption, also diese Art von Unabhängigkeit kann man verletzen, also in dem Fall, das ist ein sogenannter Boucher-Stuhl, kann man, also hier ist das Objekt außen in der Welt, wir schauen jetzt aus einer generischen Richtung auf das Objekt. Wenn wir nun eine Richtung wählen, die nicht mehr unabhängig von dem Objekt selbst ist, indem wir durch dieses Loch hier gucken, sehen wir plötzlich ein Objekt, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das heißt, unsere Wahrnehmung funktioniert nicht. Und auch andere Prinzipien aus der Wahrnehmungsforschung oder auch Computer Vision, Structure for Motion zum Beispiel, lassen sich im Prinzip auch darauf zurückführen und auf Unabhängigkeits- oder Invarianzannahmen. Das sind also jetzt Methoden, die kann man dann auch mathematisch formalisieren und verwenden, um zu entscheiden, was Ursachenwirkung ist in einfachen Fällen, besser als raten, aber nicht mit sehr hoher Genauigkeit. Prinzipien der kausalen Modellierung kann man auch anwenden, um kausale Strukturen bei einer Analyse von Daten auszunutzen. Und das haben wir gemacht auf Daten von diesem Weltraumteleskop Kepler. Es wurde 2009 von der NASA gestartet und hat 4 Jahre lang 150.000 Sterne im Sternbild Schwan beobachtet. Das ist also ein sternreiches Gebiet in dicht an der Milchstraße oder an der Hauptebene der Milchstraße. 150.000 Sterne, 4 Jahre, also eine Sequenz von Aufnahmen gemacht, immer eine halbe Stunde. Und was man sucht, sind sogenannte Exoplanetentransits. Das sind also Ereignisse, bei denen ein Exoplanet, also ein Planet eines anderen Sterns,
den Stern teilweise bedeckt und so zu einem leichten Helligkeitsabfall führt. Und wenn man sich überlegt, also wenn man so einen Transit jetzt für Erde und Sonne sehen wollte, also wir fliegen raus ins Weltall, die Erde hat einen Durchmesser von 12.000 Kilometer, die Sonne ist mehr als 1 Million Kilometer, das ist also ein Faktor von 100 im Durchmesser, die Fläche ist also ein Faktor 10.000. Das heißt, wenn wir Glück haben und sehen, dass die Erde vor der Sonne durchzieht, die Wahrscheinlichkeit ist etwa 0,5%, wenn man sich jetzt dann frei im Raum bewegt. Wenn wir also dieses Glück haben, dann sehen wir das einmal im Jahr. Es dauert etwa einen halben Tag und der Helligkeitsabfall ist 1 geteilt durch 10.000. Das ist also ein schwaches Signal. Deshalb macht man das von einem Weltraumteleskop aus, um also Rausch- und Störeinflüsse von Atmosphäre etc. zu minimieren. Und man sieht dann also solche Daten. Man hat also hier den Stern mit seinem Planet, nehmen wir das mal Q, das ist unsere Quelle, die unbekannte Quelle, die wollen wir rekonstruieren. Was wir beobachten oder was wir auslesen von unserem CCD-Chip, also von der Kamera, sind diese Helligkeitskurven, also jede Kurve ist über 3 Monate, die beeinflusst werden sowohl von dem Stern und Planet als auch von dem Instrument, zum Beispiel thermisches Rauschen, aber auch kleine Fehler in der genauen Ausrichtung des Instruments. Also wir versuchen immer genau die gleiche, oder man versucht immer genau die gleiche Stelle anzugucken, aber man muss dann korrigieren, zum Beispiel für Strahlungsdruck. Das Instrument kreist um die Sonne, der Strahlungsdruck verändert sich. Und all das wird fast perfekt gemacht, aber nicht ganz perfekt. Und es führt dann dazu, dass manche Pixel zu einem Stern gehören, im Laufe der Zeit dunkler werden und andere heller werden, weil der Stern sich leicht verschiebt. Interessanterweise, wenn man sich nun die anderen Sterne anguckt, dann sieht man, dass die sich manchmal ganz verähnlich verhalten. Also es gibt hier Pixel, die schwächer werden. Es gibt aber auch so wie hier welche, die heller werden. Und eigentlich ist das erstaunlich, denn die Sterne, die den Signalen zugrunde liegen, also wir messen 150.000 zur selben Zeit, die sind ja alle Lichtjahre voneinander entfernt. Also da gibt es keine kausalen Verbindungen zwischen den Sternen, die eigentlichen astrophysikalischen Signale sind unabhängig. Und die Abhängigkeit zwischen den Beobachtungsgrößen kann also nur von einer gemeinsamen Ursache herkommen. In dem Fall ist das alles, was hier in dem Teleskop oder in der Datenverarbeitung passiert. Und die Idee von unserer Methode ist nun, dass wir alle Informationen, die über unseren zu messenden Stern in den anderen Sternen enthalten ist, also alle gemeinsame Informationen beseitigen durch maschinelles Lernen. Also wir versuchen, unseren gemessenen Stern so gut wie möglich zu erklären durch die anderen Sterne, durch maschinelles Lernen, und dann diese Erklärung rauszunehmen. Das kann man auch mathematisch analysieren und ein paar nette Sachen darüber beweisen. Und das funktioniert dann erstaunlich gut. Und wir haben dann im Endeffekt auch, obwohl wir dann relativ spät in das Feld gekommen sind, ein paar Exoplaneten, eine Liste von Exoplaneten veröffentlicht. Und etwa die Hälfte davon ist dann relativ schnell bestätigt worden. Hier ist nur, also das ist der einzige, den ich jemals gesehen habe, beziehungsweise nicht, ich habe ihn nicht mal gesehen, sondern nur fotografiert. Und nicht der Planet, sondern der Stern, der liegt also hier irgendwo, Sternbild Schwan. Ein kleiner, unbedeutender Fleck, Magnitude 8. Aber es ist ein faszinierendes Forschungsgebiet, und das Forschungsgebiet wird eigentlich noch interessanter, weil jetzt demnächst oder in den nächsten Jahren wird es noch weitere Missionen geben. Also die Gaia-Mission hat schon angefangen, die zwar nicht speziell darauf ausgerichtet ist, aber die auch viele Exoplaneten hervorbringen wird. Und dann wird es die TESS-Mission geben, die vor allem Planeten in unserer kosmischen Umgebung sich anschauen wird. Das ist also faszinierend, und irgendwann, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Menschheit noch überleben wird, aber wenn wir dann irgendwann mal interstellar reisen, dann wäre es wahrscheinlich, dass wir zu einem Planeten reisen, der von TESS entdeckt wird. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren passieren, diese Entdeckung. Die Reise wird vielleicht nie passieren. Also jetzt habe ich am Ende noch das Thema der Konferenz ein bisschen allgemeiner, ist auch noch ein paar allgemeine Gedanken, und ich glaube, das wird vielleicht auch ganz gut an Barrys Vortrag anknüpfen, hoffe ich. Und die Diskussion kann man dann auch weiterführen. Zunächst mal, es ist klar, dass maschinelles Lernen inzwischen eine Schlüsseltechnologie ist. Von Larry Page, einer der Gründer von Google, ist das mal so beschrieben worden: Es entstehen fortwährend neue Anwendungen dank maschinellen Lernens,
hier bei Google basiert quasi alles, was wir machen, schon immer zu einem großen Teil darauf und wir stehen erst am Anfang. Also gehen wir mal kurz zum Anfang von Google zurück, beziehungsweise zum Anfang des World Wide Webs, was noch ein bisschen früher ist. Also mein erster Kontakt zum World Wide Web war 1993, 1994. Ich war gerade noch Diplomant. Es gab schon Suchmaschinen, ich erinnere mich zum Beispiel an Alta Vista. Das waren indexbasierte Suchmaschinen, die im Prinzip funktionieren wie ein Index eines Buchs. Dann kam Google mit dem sogenannten PageRank-Algorithmus. Und die Idee war genial, vielleicht auch einfach. Das World Wide Web ist eben kein Buch, sondern es hat eine Vernetzungsstruktur, die es in einem Buch so nicht gibt. Und diese Vernetzungsstruktur sollte man auch nutzen, um die Suche besser zu machen. Darauf baut dieser Algorithmus auf. Und ich weiß auch noch, ich habe die Google Webpage zum ersten Mal 1999 gesehen. In der Zeit war ich in der Forschungsabteilung von Microsoft und dann hat einer meiner Kollegen mir erzählt, da gibt es diese neue gute Web-Suchmaschine. Und wenn man dort sucht nach More Evil Than Satan Himself, dann kommt als Top-Hit die Homepage von Microsoft. Und das war also auch ein Beispiel einer sogenannten Google-Bombe, eine der ersten Google-Bomben. Die Meinung bei Microsoft, also in der Forschungsabteilung, haben wir das natürlich uns auch ein bisschen angeguckt. Die Meinung war, das ist eine coole Sache, aber so die Geschäftsleute bei Microsoft meinten alle, damit lässt sich kein Geld verdienen, weil die Leute auch nicht dafür zahlen wollen. Und das war natürlich eine gewaltige Fehleinschätzung, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, Google verdient Geld, inzwischen mehr als $100,000 pro Minute. Und das zweite ist, dass die Leute sehr wohl bereit sind, dafür zu zahlen, aber nicht mit Geld, sondern mit ihren Daten. Das Besondere an der Internetsuche, und vielleicht hat es deshalb damit angefangen, ist, dass die Suche ein ganz konkretes Interesse und eine Aufmerksamkeit in dem Moment preisgibt. Und beides lässt sich für gezielte Werbung verwenden. In der Online-Werbung ist ganz zentral die Vorhersage der Wahrscheinlichkeit eines Klicks oder eines Kaufs. Und selbst minimale Verbesserungen bei der Genauigkeit dieser Vorhersage, ob jetzt jemand auf diesen Link klicken wird, können zu dramatischen Gewinnsprüngen führen. Und diese Gewinnsprünge werden von diesen Firmen auch erwartet. Also wenn so eine Firma im nächsten Quartalsreport nicht zugelegt hat, dann geht schon der Aktienkurs runter. Und diese Gewinnsprünge oder diese Erhöhung der Genauigkeit der Vorhersage geht am leichtesten durch die Erschließung zusätzlicher Daten. Also Demografie, vergangenes Kaufverhalten, persönliche Interessen, soziale Verbindung. All dies sind potenziell nutzbare Daten und was man heute noch nicht nutzen kann, ist vielleicht morgen schon nützlich. Und deshalb speichert man einfach mal alles, was man speichern kann. Das macht also aus Geschäftssicht Sinn. Und diese Mentalität ist bei erfolgreichen Webfirmen wie Google, Amazon, Facebook, also Teil der DNA dieser Firmen, und dient eigentlich auch allen Internet-Startups als Vorbild. Also wenn jemand eine Internetfirma gründet und seine Investoren überzeugen will, dass das Ganze Sinn macht, dann muss er ihnen erklären, wie er aus diesen Daten, wie er vielleicht noch eine neue Idee hat, aus Daten Geld zu machen. Das Datensammeln und Verknüpfen betrifft natürlich nicht nur das Suchen, nicht nur die Suche, sondern auch einfach das normale Web-Surfen. Viele Websites sind inzwischen, oder die meisten Websites sind Teil von Werbenetzwerken. Und diese Netzwerke markieren die Nutzer mit Hilfe von sogenannten Cookies, die also lokal auf ihrem Computer abgespeichert werden. Die markieren die Nutzer über ihre Internetbrowser und daraus baut man dann Interessensprofile auf, mit denen dann Werbeagenturen gezielt Werbung an bestimmte Nutzersegmente schalten können. Alles passiert natürlich automatisch im Hintergrund durch sogenannte Bots und die Bots machen inzwischen auch einen wesentlichen Teil des Internetverkehrs aus. Es gibt dann Drittfirmen, die sich darauf spezialisiert haben, den Datenmix durch Zusatzdaten noch aufzuwerten. Zum Beispiel, indem sie Menschen identifizieren, die Anzeichen einer Kaufintention zeigen. So ist es also. Es gibt dann auch Möglichkeit von Arbitrage-Geschäften, wenn man etwas mehr über den Nutzer weiß, als jemand anderes weiß, dann kauft man sich die Fläche ein und verkauft sie dann mit Zusatzdaten weiter.
Und als Beispiel, also Werbeflächen im Browser einer schwangeren Frau sind etwa 10-mal so viel wert wie der Durchschnitt, weil eben schwangere Frauen bestimmte Sachen kaufen und die kann man denen dann anbieten. Und da gab es einen ganz interessanten Artikel von einer schwangeren Frau in Amerika, die dann versucht hat, ihre Schwangerschaft geheim zu halten. Und sie hat dann also bemerkt, sie hat dann irgendwelche Amazon-Gutscheine gekauft oder irgendwie das anonym bestellt. Und es hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass irgendwann sogar die Polizei vor der Tür stand, weil es einfach so verdächtig war, wie sie sich verhalten hat. Also heutzutage lässt sich eine Schwangerschaft wahrscheinlich kaum mehr geheim halten, außer man geht alles mit Bargeld einkaufen. Es ist also im Lauf der letzten Jahre ein Ökosystem von Firmen entstanden und auch ein Schattenmarkt für Nutzerdaten, wo die Regeln so ein bisschen unklar sind. Die Daten werden verknüpft, ausgetauscht und wir kriegen das gar nicht so genau mit und verstehen es wahrscheinlich auch nicht mehr. Also ich will mir auch nicht anmaßen, dass ich das verstehe. Und wenn man wissen will, was der Browser so treibt, während man im Internet surft, dann gibt es natürlich, das hat Barry auch schon angedeutet, es gibt natürlich auch immer die große Kreativität und viele Entwicklungen, Gegenentwicklungen. Dieses interessante Plugin hier, Ghostry, kann man sich im Browser installieren und dann mal gucken, was so passiert. Zum Beispiel, wenn man hier bei der Bild-Zeitung liest, sieht man hier also diese ganze Liste von verschiedenen Werbenetzwerken etc., die dann nebenher mit kommunizieren. Es passiert aber nicht nur bei der Bild-Zeitung, es passiert auch, wenn man hier bei Zeit Online liest, es passiert eigentlich bei allen, denn die Zeitung ist natürlich nicht umsonst, also irgendwo muss das herkommen. Diese Netzwerke laufen natürlich nicht nur auf PCs, sondern die laufen genauso oder noch besser auf Handys. Also hier sind das ist auch schon wieder ein, zwei Jahre alt, die Top 50 Apps von Android. Und mit welchen Werbenetzwerken die verknüpft sind. Bei einem Handy hat man zusätzlich zu dem Surfverhalten, zu dem Suchverhalten auch noch GPS, Beschleunigungssensoren etc. Und wir sind dann Teil des Internets der Dinge, Teil des Datennetzes geworden. Unser Handy kann Daten sammeln, zum Beispiel welche Geschäfte ich aufsuche, wo ich essen gehe, welchen Menschen ich begegne, Bluetooth, welche Fortbewegungsmittel ich benutze über GPS, wann ich aufstehe und so weiter. Also alle diese Daten tragen inkrementell zur Vorhersagbarkeit unseres Verhaltens bei. Damit komme ich wieder zurück zu Asimov und der Psychogeschichte, der Vorhersagbarkeit von menschlichen Verhalten. Und Barry hat vorhin über Uber geredet, da wurde also, das ist auch ein interessantes Beispiel zur Vorhersagbarkeit, die hatten also vor ein, zwei Jahren ganz stolz beschrieben, wie sie die Wahrscheinlichkeit von One-Night-Stands in verschiedenen Regionen von Manhattan vorhersagen können. Natürlich nicht für eine Person einzeln, aber doch für Gruppen von Menschen und nichts anderes hat Asimov ja vorhergesagt. Und dieser Reichtum an Daten, den zum Beispiel Google hat, der führt natürlich zu besseren Online-Diensten und höhere Genauigkeit, bessere Dienste, dadurch wiederum mehr Nutzer, was dann den Datenreichtum weiter erhöht. Das ist also so ein Kreis oder Teufelskreis, je nachdem wie man es sieht. Google würde sagen, das ist ein positiver Kreis. Und es ist eine Art von Datenkapitalismus, der von Google natürlich Perfektion praktiziert wird und auch zu einem gewissen Monopol oder einer gewissen Dominanz geführt hat. Und es ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, in welchen Ländern Google nicht dominant ist oder wo Google nicht die führende Search Engine ist. Das sind ganz wenige. Eines ist Russland, wo Yandex, glaube ich sogar vor Google gegründet wurde oder zumindest sehr alt ist, eben einen Vorsprung hatte, früher Suche angeboten hat, Nutzerdaten aufgenommen hat etc. Südkorea gibt es, glaube ich, eine ähnliche Situation, in Tschechien auch. Und dann in China ist es einfach aus politischen Gründen, wurde die Dominanz gebrochen. Das ist schon kritisch diskutiert worden. Es gab da mal diese Diskussion mit dem Vorstandsvorsitzenden von Springer und noch ein paar andere Artikel in der FAZ seinerzeit. Der Herr Döpfner hat dann gefordert, dass eigentlich diese Algorithmen von Google offengelegt werden müssten, damit die Konkurrenz da mitziehen kann. Aber
Die Dominanz liegt eigentlich nicht an den Algorithmen, überhaupt nicht an den Algorithmen. Das ist im Prinzip Standard, wie Google das macht. Das wissen die anderen auch, wie es geht. Das ist die Datenbasis, die den Wettbewerbsvorteil inzwischen garantiert. Also die Situation würde sich, wenn man die denn ändern wollte, die würde sich nur dann grundlegend ändern, wenn diese Daten entweder gelöscht oder veröffentlicht würden oder den Wettbewerbern zur Verfügung gestellt würden. Und interessant daran ist, dass die meisten der Daten, zumindest in der Vergangenheit, von den Besuchern eigentlich niemals willentlich an Google übertragen worden sind. Also wenn man es zum Beispiel hier auf der Google Webpage nach Ziff sucht, dann kriegt man hier eine Reihe von möglichen Beispielen und am Schluss klicke ich dann auf eines und Google hat einen zusätzlichen Datenpunkt, dass dieser Nutzer mit diesem Profil und dieser Suche eigentlich dieses Ergebnis oder was auch immer ist, als das Richtige betrachtet. Das ist also ein Label und Google hat einen neuen Datenpunkt. Und für Google ist auch der PageRank-Algorithmus ist nicht mehr wesentlich für die Suche. Also inzwischen sind es die Clickstreams der Nutzer, also auf was klicke ich hier, die dann gemeinsam mit anderen sogenannten Signalen durch datengetriebene Lernmethoden das Suchergebnis ergeben. Das heißt, das Lernproblem besteht darin, für beliebige Suchanfragen eine optimale Antwort zu produzieren oder zu prädizieren. Das sind also Suchmaschinen sind nichts anderes als ein großes Prädiktionssystem, das zu Milliarden von Anfragen bekommt und in Echtzeit eine Auswahl von Links und Werbebotschaften präsentiert. Nun kann man das kritisch diskutieren. Man könnte argumentieren, dass diese Nutzerdaten eigentlich ein kollektives Gut darstellen, mit denen man viele positive Sachen machen kann, wie Barry vorhin schon erklärt hat. Im Moment aber wird von Google und anderen entschieden, wie und ob die Gemeinschaft von der Nutzung dieser Daten profitiert. Und ich denke, es ist den Firmen auch klar, dass es ein bisschen fragwürdig ist und manche so etwas im Grenzbereich läuft. Google versucht ja auch die letzten Jahre dafür zu sorgen, dass man die Dienste nur noch eingeloggt verwendet. Also man sieht hier oben, aha, ich war hier eingeloggt. In dem Fall habe ich dann irgendwann mal die AGBs angeklickt und zugestimmt, dass Google meine Daten speichert. Aber Google hat natürlich auch die Daten verwendet von früher, als ich, oder ich versuche eigentlich auch jetzt nicht eingeloggt zu sein, wenn ich suche. Google verwendet natürlich alle Daten, die bei der Suche so anfallen und das macht den Vorteil aus. Und wenn man dazu bringt, dass die Leute sich einloggen, indem man zum Beispiel so einen Dienst wie Gmail anbietet, der sehr gut ist, aber zu dem man eben eingeloggt sein muss, dann führt das dazu, dass die Leute im Endeffekt den ganzen Tag eingeloggt sind und dann ist klar, wem die Daten gehören, dann ist das alles rechtens. Ja. Wir haben da mal ein bisschen drüber nachgedacht über das Problem, da werde ich jetzt nicht ins Detail eingehen, was man denn machen könnte, wenn man das verändern wollte oder wenn man es leichter machen wollte, für neue Players in diesen Markt einzusteigen. Und da gab es mal einen Artikel, ich glaube, den habe ich auf meiner Webpage, den wir in der FAZ veröffentlicht hatten, falls sich da jemand interessiert. Jetzt komme ich so langsam zum Ende. Mit ein paar Gedanken, wie die Entwicklung weitergeht oder weitergehen könnte. Es gibt also manche Leute, die denken, wir stehen kurz davor, uns selber auszurotten, indem wir eine sogenannte Superintelligenz entwickeln. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht viel, viel banalere Gefahren sind, über die wir uns Gedanken machen sollten. Zum Beispiel Gefahren, die sich aus der zunehmenden Vernetzung und aus dem Internet der Dinge ergeben. Hier zum Beispiel gab es diese Meldung, dass ich weiß nicht, ob es stimmt, dass ein Passagier sich eingehackt hat im Flugzeug und den Flug beeinflusst hat. Es gibt natürlich auch ähnliche Probleme oder große ethische Probleme bei autonomen Fahrzeugen. Gibt es einen Film dazu, den ich empfehlen würde, mal anzugucken. Also ich werde ihn jetzt hier nicht vorspielen, das ist ein bisschen grenzwertig, aber doch sehr interessant. Der wurde gemacht von den Studenten der Filmhochschule in Ludwigsburg, kann man im Internet angucken. Spielt in Braunau am Inn und es ist ein hypothetischer Werbespot von Mercedes. Es gibt auch Aktivitäten innerhalb der Wissenschaftlergemeinde und die Sorge dort an den Leuten, die in den Themen arbeiten, die Sorge dort ist viel weniger die Superintelligenz, aber andere Dinge wie zum Beispiel der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Waffensystemen ist ein relativ konkretes Problem. Also es ist durchaus vorstellbar, dass man
Drohnen bauen könnte oder vielleicht schon gebaut hat, die Gesichtserkennung eingebaut haben und die man vielleicht in ein Haus reinschickt und sagt, jetzt bring diese Person um oder such diese Person oder such alle, die so ähnlich aussehen wie der und bring die mal um. Da macht man sich eher Sorgen darüber. Ja, also jetzt zum Schluss. Ich glaube, die Möglichkeiten im maschinellen Lernen sind immens und Big Data. Und wir sind wahrscheinlich in einer Revolution, wurde heute auch schon mal gesagt. Und Revolutionen sind natürlich chaotisch. Und wenn man mittendrin steckt, ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Ich versuche jetzt mal eine Parallele zur Vergangenheit zu ziehen. Und zwar zur ersten und zweiten industriellen Revolution. Da wurde also die Dampfmaschine entwickelt, Wasserkraft und dann in der zweiten industriellen Revolution die Elektrifizierung. Es ging also in beiden im Prinzip um Energie, vielleicht Erzeugung, Wandlung von Energie. Man kann sich, als Physiker müsste man wahrscheinlich sagen, Erzeugung gibt es nicht, Energie ist eine Erhaltungsgröße. Also es geht immer nur um Umwandlung von Energieformen in andere Energieformen. Und die industriellen Revolutionen haben es eben geschafft, das auf industrieller Skala oder auf einer großen Skala verfügbar zu machen. Die heutige Revolution nennt man manchmal die digitale Revolution oder vielleicht auch jetzt zur Zeit die Big Data Revolution. Aber eigentlich denke ich, dass die schon Mitte des 20. Jahrhunderts angefangen hat, und zwar unter dem Namen Kybernetik. Also ich würde die eigentlich lieber die kybernetische Revolution nennen. Und der Witz an der Kybernetik oder der zentrale Gedanke ist, dass die Kybernetik von Information handelt und nicht von Energie. Also man kann jetzt hier Information einsetzen und wenn man sich überlegt, was denn die digitale Revolution ausmacht und die Big Data Revolution, dann geht es eigentlich immer darum, dass Information erzeugt oder gewandelt wird. Und auch hier muss man fragen, ob Erzeugung überhaupt möglich ist. Es gibt also viele Physiker, die sagen würden, Information ist wahrscheinlich auch eine Erhaltungsgröße. Nur haben wir es noch nicht so gut verstanden wie Energie. Aber zumindest Information wird gewandelt, zum Beispiel im maschinellen Lernen wird Information, werden sozusagen kleine Mengen an Informationen, die in jedem Datenpunkt drin stecken, durch Big Data extrahiert und dann nutzbar gemacht, zum Beispiel für Werbenetzwerke etc. Und dann im Endeffekt wird dann diese Information in Geld transformiert und man müsste sich mal Gedanken machen, ob nicht vielleicht sogar Geld am Ende auch eine Form von Information ist. Also zum Beispiel diese Bitcoins werden ja auch so erzeugt, indem man kryptografische Probleme löst. Aber das ist dann eine andere Diskussion, zu der ich jetzt heute nichts sagen möchte. Ich schließe ab mit diesem Bild hier. Wer kennt dieses Bild? Ja. Also die es schon kennen, dürfen nicht mitraten. Alle anderen raten, was sieht man hier? Wo ist es? In Rom? Ja, also das sind die, zumindest die Katholiken im Raum kennen wahrscheinlich die Daten, das sind die Daten, wo die letzten zwei Päpste eingesetzt wurden, jeweils auf dem Petersplatz, das Bild. Man sieht hier 2005, gibt es noch keine Handys oder fast keine. 2013 sammelt jeder selber Daten. Wir sind also jetzt Teil dieses Datensammelns geworden mit unseren Telefonen. Und in 8 Jahren gab es also schon diese dramatische Veränderung. Man mag sich gar nicht mehr vorstellen, wie das damals war. Und wir wissen nicht, wie es in 8 Jahren von jetzt aussehen wird. Ich glaube, dass Machine Learning eine Schlüsseltechnologie ist in dieser Revolution. Man könnte sagen, es ist vielleicht so etwas wie die Elektrizität in der zweiten industriellen Revolution. Und ja, vielleicht ist es was für die Diskussion. Vielleicht will jemand spekulieren, wie es die nächsten 8 Jahre weitergehen. Ich traue mich nicht. Ich würde gerne noch meinen Mitarbeitern danken und Ihnen für die Aufmerksamkeit.